Anlässlich zur kalten Jahreszeit will ich euch einen der Eispanzer hier mal etwas näher vorstellen, und zwar den OF40. Hat eigentlich gar keinen großen Grund, sondern ich finde ihn einfach cool. Ja, so einfach wird ein Panzer bei mir ausgewählt. OF40 hat natürlich auch den Hintergrund, die Eispanzer zum einen, und zum anderen, ich liebe eh Kampfpanzer, also die schweren Dinger sind eh so absolut mein Fall. Und dementsprechend, natürlich muss man ihn dann zeigen. Ja, wir gucken den OF40 mal genauer an, weil den habe ich auch noch nie gezeigt, auch in seiner Normalausführung nicht. Dieser in Italien entwickelte Kampfpanzer wurde ursprünglich für den Exportmarkt konzipiert. Der OF40 wurde von 1980 bis 1985 produziert und als kostengünstige und fähige Alternative zu kostspieligen Fahrzeugen vermarktet. Die Vereinten Arabischen Emirate sind am Ende das einzige Land gewesen, das den OF40 erwarb, von insgesamt stolze 39 Stück produziert worden. Ja, der OF40 also jetzt vielleicht kein Kassenschlager gewesen. Wie er sich im Spiel schlägt, sehen wir aber gleich. Der Anhalt der Schaden sind 269, der Durchschlag 259 mm. Der Schaden pro Minute natürlich kampfpanzertypisch nicht der höchste, das soll ja aber auch bei der Klasse nicht so sein. Hitpoints sind 1375, Wanne 70, 35, 20 ist der Schutz, und die Komposition Wanne besteht einfach aus einfachem Stahl. Ja, Endgeschwindigkeit 59,4, von 0 auf 32, das was ja am spannendsten ist, sind 6,7 Sekunden. Die Ortung und die Tarnung ist natürlich zu vernachlässigen. Dafür hat er eine recht vernünftige Zielerfassung und die Turmschwenke ist auch absolut okay. Also von dem her, schauen wir doch mal, was dieser in Anführungszeichen billige Italo-Panzer nun so drauf hat. Da haben wir also auch ein Matchmaking schon gefunden, sind hier fast Top-Tier. Wobei bei uns hat sich da noch ein Fünfer reingeschlustert irgendwie. Und ja, schlustern ist ein Wort ab sofort. In dem Fall Katerhafensturm und... ja, er sieht doch gut aus, oder? Da kann man doch nichts sagen. Fahrer, gib Gas. Und ich wurde mal gefragt... Ich wurde mal gefragt, warum ich es auf Deutsch habe, weil ja das englische Setting oder die englische Sprachausgabe ist ja so viel geiler. Allerdings muss ich sagen, naja, ich bin deutscher YouTuber, ich mache auf Deutsch, also von dem her finde ich es auch einfach stimmig, die Spiele so zu zeigen, wie sie von den meisten gespielt werden. Und das ist halt einfach nur mal Deutsch. Ja, das ist eigentlich schon der Grund. Also, vielleicht um da Fragen vorwegzunehmen, ganz banal. Wenn ich schon Deutsch kommentiere, dann kann ich auch die deutschen Sounds anhaben. Weil es soll ja immer noch Leute geben, die auch in Deutschland kein Englisch als Hauptsprache haben. Ja, ja, ja. Und dementsprechend finde ich es nur stimmig und richtig so. So, da vorne auf die ersten komme ich noch nicht drauf. Hier im Hafen bin ich jetzt mal wieder ganz alleine. Das mag ich ja immer gern. Aber hinter mir kommen schon die ersten LAV und OF40 ebenfalls rum. Also gleich nicht mehr ganz so allein. Was ich dann durchaus begrüße. Ups, Entschuldigung, Truck. War ein bisschen Absicht. So, ich scoute mal. Aber ich scoute nicht. Da vorne ist niemand. Der LRV, der ist da ein bisschen mutiger als ich. Der fährt gleich mal durch. Aber bis hier kann man in der Regel gut fahren. Erst danach wird es kritischer. So, eine kleine Einlage für euch, dass es auch spektakulärer aussieht auf diesen ersten Metern. Hier keiner da. Gibt's doch fast nicht. Doch, da. Hihihi. Und zurück. Muss aufpassen, zwei Artis im Spiel nämlich. Die könnten mich nämlich sonst ein bisschen nerven. Aber sonst hat sich wohl alles da wirklich Richtung Hügel verzupft. Aber er nicht, er bleibt da an Ort und Stelle stehen. Das finde ich sehr sympathisch. Und ich verstecke mich dann immer gleich hier hinterhalb, was ich auch nicht durch die Artis beschossen werden kann. Feindlicher Panzer, markiert! So, kriegst nochmal eine.
Und gleich ist der weg und dann kann ich nämlich weiter starten. Jetzt habe ich gerade einen Artitracer gesehen. So, jetzt habe ich hier erstmal keinen Gegner mehr. Aber ich fahre da jetzt auch nicht so ganz offen dadurch. Das wäre dann doch ein bisschen Ziel identifizieren. sehr, sehr extrem. Sondern hier so ein bisschen abseits. 14-13 steht's. Sehr knapp. 13-13. Das begrüße ich ja mal, so ein enges Spiel. So, jetzt kann ich hier mich so ein bisschen austoben. Hab hier noch keine Action, das ist ganz angenehm. Identifizieren. Ja, habe ich dich getroffen, mein Freund. Und nochmal und dir auch die Kette gezogen. Wir haben uns. So. Und nochmal. Wir wurden getroffen. Nein, zu eng. Der ging nicht mehr. Feindlicher LKW markiert. Feindlicher LKW. Ja. So, jetzt will ich mich da so ein bisschen auf den LAV mal konzentrieren, weil ich habe Angst, dass die mir gleich so ins Heck kommen. Und das habe ich jetzt Feindlicher eigentlich Transporter markiert. nicht vor, das zuzulassen. Und ich kann jetzt hier so ein bisschen mutiger fahren, weil die alle recht low HP sind. Natürlich am Ende sind da auch nur noch Artis. Ja, da ist er weg. Wo ist der AMX? Wo hat er sich denn hin verzogen? Man weiß es nicht. So, jetzt schauen wir mal, wo die Artis so sind. Identifizieren. Ah, ich habe ihn zwar erspäht, aber den Kill nicht bekommen. Ladeschütze, Heat. So, jetzt laden wir mal auf Heat. Für die Arti sollte das Identifizieren. gut gehen. Da ist er auch schon. So, das schießt er auf mich. Und Arti macht sie weg. Aber trotzdem, auch wenn ich keinen Kill gemacht habe, lief die Runde doch super gut. Der OF 40 konnte mal hier zeigen, was er so kann und dass er auch in Anführungszeichen aus billiger Konstruktion einen guten Panzer zumindest für ein Computerspiel machen kann, der auch noch sensationell ausschaut. Was sagt das Ergebnis nun darüber aus? Natürlich auch wichtig immer, was kriegt man raus? Was sagen die Credits? 2057 Schaden gemacht, 4 erspäht, 3 Assists. Von der Performance natürlich den LAV und dem AMX, die haben am meisten unter mir leiden müssen. Schaden bin ich auf Platz 3 gekommen, XP auf Platz 4. Die Details wie hier. Und ihr seht, es gab hier unterm Strich 144.000 raus. Natürlich auch gewisse Multiplikatoren dabei, also von dem her da einfach ein wenig Fingerspitzengefühl. Aber Premium-Fahrzeug ist natürlich der wichtigste Multiplikator. Basis auch ein bisschen dabei. Also hier unterm Strich doch eine Summe, mit der man für ein Tier 4 Premium, das darf man nicht vergessen, gut leben kann. Ja, dann hoffe ich, hat euch dieses Match gefallen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.